So, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zum wahrscheinlich ersten Video aus Berlin. Wir befinden uns hier direkt vor Munchies. Die Schlange ist 25 Meter lang. Bester Mann. Danke, mein Bruder. Es ist gerade wahrscheinlich in Berlin der gehypteste Laden. Erstmal ist wichtig, wie lange stehen wir hier an. Einer meiner liebsten Formate, die ich drehe. Und dann kommt noch dazu, wie lecker ist es wirklich. Ja? Es gibt Tacos, es gibt Burger, es gibt Chicken Burger, es gibt Smash Burger. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wir probieren das aus, wir stellen uns an. Mit in der Show dabei. Herzlich willkommen. Hi. Wie geht's dir? Gut, Bro, wie geht's dir? Super. Der Mann hat mich auf jeden Fall abgeholt. Danke nochmal. Ich liebe Berlin und Berlin liebt mich. Die einzige Frage, die offen ist, wie lange stehen wir an? Die Uhr läuft. Ich glaube, das wird ein langes Video. Ich werde euch genauso lange warten lassen, wie ich hier warte. Das ist mir egal. 80 Minuten Video wird das, nur für Munchies. Bin gespannt. Also gerade der Hype ist crazy. Munchies hat angefangen auf jeden Fall mit diesem hier. Ein Foodtruck, da gab es diese Birria-Tacos. Wir werden auf jeden Fall die hier nehmen. Dann werden wir Tenders nehmen, glaube ich. Ich sehe sie gerade nur nicht. Und dann gibt es noch so einen speziellen Burger. Ich sag, wir warten aktuell 6 Minuten. Wie lange warten wir? Schauen wir mal nach Bestellung dann, wie weit und wie lange es dauert, bis wir so gesagt das Essen bekommen. Birria Tacos bestellen, 3 Stück? Ja, Birria Tacos. Dann lass uns noch diese Chicken Tenders holen. Ja. Von mir aus, keine Ahnung, 4 Stück oder so. Und dann nochmal diese Oklahoma Slice probieren. Ich finde das perfekt. Dann können wir auf jeden Fall sagen, so wie es uns schmeckt und haben so eine Variation. Kreativ. Es gibt sogar Nashville Hot Honey, so ein Fried Chicken Sandwich. Das klingt alles sehr, sehr lecker. Ich muss auch sagen, es wirkt sehr wie, also es könnte auch ein Laden in Amerika sein. Das muss man denen lassen. Branding und so ist geil umgesetzt. Schauen wir mal einfach am Ende des Tages, ob das auch was kann. Ladies and Gentlemen, wir sind dran. Wir sind jetzt dran. Ich glaube, so 16, 17 Minuten haben wir jetzt gestanden, aber es ging jetzt irgendwie trotzdem flüssig. Also, natürlich ist es eine Zeit, aber was haben wir heute? Dienstag? Oh, eigentlich ist echt keine. Am Freitag ist es sicher richtig schlimm hier. Ja, grüß dich. Wir hätten gerne mal diese Birria-Tacos einmal. Diese Chicken Tenders. 2 oder 4? 4. 4 Stück. Und dann kriegen wir noch ein OKC. 41. Ja, Bruder. Nächstes bezahle ich. Nächstes bezahle ich. Fazit von innen, der Laden, mini klein, also die haben wirklich kaum Stehplätze, aber rot-weißes Design, sieht alles cool aus, Mitarbeiter sind freundlich, preislich, werde ich euch am Ende sagen, was das Ganze gekostet hat, ihr könnt gerne mal jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, dass es gekostet hat, weiß ich noch nicht, will ich an der Portionsgröße sehen, dann kann ich sagen, ob ich mit dem Preis okay bin oder nicht. 22 Minuten und wir haben bestellt und warten jetzt. Wir drehen ja auch gerade so ein, auf dass wir mal wissen, wie lange wir hier warten. Wir haben es Dienstag. Wie lange warten wir? Also, was sagt die Uhr? Damn. Das ist schon heavy gerade. Das ist schon ordentlich. Ja. Das ist heavy. Aber man muss auch sagen, die Schlange wird nicht kürzer. Also, ich finde von der Geschwindigkeit, also es ist halt einfach, bis zur Bestellung geht schnell, aber dann dauert es halt. Wir warten jetzt länger, als wir in der Schlange gewartet haben auf jeden Fall. Was ist besser, ist die Frage. Das ist eine gute Frage für die Kommentarspalte. Was ist besser? Wollt ihr lieber länger in der Schlange stehen oder länger aufs Essen warten? Meiner Meinung nach lieber länger aufs Essen warten, weil dann kann man zum Beispiel wie jetzt, wir haben hier so ein Vibrator-Ding, können wir auch im Auto warten. God damn. Oder gib, was du hast. Okay, Ladies and Gentlemen, wir haben auf jeden Fall alles. God damn. Ich sage ehrlich, Wartezeit ist bodenlos gewesen. Wir brauchen auf jeden Fall die Zeit einmal. Ich nehme mal diese Flaschen. Hast du? Ja, habe ich. Wow. Genau eine Stunde. Genau eine Stunde. Ja. Okay, also ich hoffe, diese Portion ist auf jeden Fall jetzt groß erstmal. So, schauen wir mal, was in der Wundertüte alles drin ist. Wir haben einmal. Das hier wird ein Burger sein. Okay. Ah, wir haben zweimal Burger, gell? Okay? Genau. Okay. Es ist soweit. Wir haben Munchies vor uns. Ich bin ein bisschen hyped. Ja, ich hoffe, es ist auch den Hype wert. Eine Stunde Wartezeit, das ist ein ganz klarer Minuspunkt. Egal, wie erfolgreich dein Laden ist, es muss meiner Meinung nach gehen. Das kann ich so offen und ehrlich sagen. Aber am Ende des Tages, wenn es geschmacklich sitzt, wir haben Tacos. Birria Tacos. Salsa Verde, glaube ich. Ist ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wir haben 4 Chicken Spice Pieces oder Tenders, wie man es nennen möchte, die eigentlich aussehen wie Wings. Wir haben Joghurtsoße, Knoblauchsoße wahrscheinlich. Und wir haben 2 Burger. Ich würde sagen, wir fangen an mit Burger, oder? Oklahoma. Homer Style. Zwiebeln drin, ein Patty und Martin Buns, genau. Und was ist das für eine Soße? Ah, und Essiggurken, Gewürzgurken. Die Soße ist schwierig zu sagen, was das für eine Soße ist, aber am Ende des Tages ist mir heute einfach nur wichtig, dass wir unser erstes Berliner Essen genießen. In diesem Sinne, cheers.
Da kann ich nach dem ersten Biss sagen, der Burger hat Power. Schmeckt sehr lecker, genug gesalzen, das Fleisch hat eine schöne Kruste. Martensbahn brauche ich nicht zu sagen. Das ist ein leckerer Burger. Die Zwiebeln gehen sogar ein bisschen unter, finde ich, aber ansonsten... Mh. Da geht was, aber der kostet wie viel? 7,90 Euro? 7,50 Euro. Ist auf jeden Fall ein snackiger Burger, sagen wir es mal so. Sehr snackig. Also der Burger ist auf jeden Fall schon sehr amerikanisch, so matschig. Ich muss sagen, der ist sogar richtig gut gewürzt. Also das ist wirklich ein Burger, den habe ich, gell? Ja. Da ist ein bisschen Pfeffernote auch drin. Der ist meiner Meinung nach mit Gewürzen ans Maximum getrieben mit Salz und richtig geil. Auch nicht zu viel Salz. Nee, für mich nicht, weil ich mag ja sowieso Salz. Ja, ich auch. Also für mich ist er perfekt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute sagen, der ist zu salzig. Aber auch, ich finde den super lecker. Also das hat überzeugt. Eine Stunde Wartezeit? Nee, weiß ich nicht. Dafür alleine würde ich jetzt nicht eine Stunde warten. Mal sehen, wie die anderen sind aber. Tender oder Tacos? Tacos, oder? Ich würde die Tacos nehmen. Weil damit sind sie eigentlich bekannt. Weißt du, was das einzige Problem ist, was wir nicht genommen haben? Wir haben diese Broth nicht genommen, wo du die eigentlich diese Brühe. Ah, stimmt. Aber egal, das müssen wir heute. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es mit dabei ist. Hätte ich auch, es macht ja sonst keinen Sinn. Aber egal. Sorry Leute, aber wir werden jetzt nicht nochmal eine Stunde auf diese Brühe warten. Und ich habe hier keinen YouTuber-Bonus, ist Berlin. Hier juckt keinen, dass ich da bin. Ja. Ich werde nicht lange warten. Guten Appetit. Das sieht geil aus auf jeden Fall. Der Burger hat mir persönlich mehr gefallen. 10-mal mehr. Also, wir sind weit entfernt von authentischen Birria-Tacos, meiner Meinung nach, aber es schmeckt lecker. Ist okay, also kann man auf jeden Fall essen. Ich würde jetzt dafür nicht so lange anstehen, aber sonst sind die lecker. Was haben wir hier noch für Dips? So eine Salsa Verde wird es sein. Die ist gut und ich finde, so Birria-Tacos, als ich die gegessen habe, die haben halt einfach nochmal eine andere Power gehabt, auch ohne Brühe, sage ich auch direkt. Ja, die sind so, wie ich sie erwartet habe. Aber wir sind hier auch in Berlin dafür. Obwohl, nee, hier findest du kranke Tacos, sorry. Nee, das kann ich nicht so sagen. Ich finde, Tacos ist leider so preislich für Deutschland nicht gemacht, weil 3 Euro für einen Taco fühlt sich einfach ein bisschen teuer an. Aber ja. Weil ich bin in einer Zeit groß geworden, da hat Döner fast 5 oder 3 Euro fast gekostet gefühlt. Dann fühlt sich das natürlich falsch an. Die sind okay. Die feiere ich nicht tot, auf jeden Fall. Was mal bei Trattoria El Osso? Trattoria, ja. Das ist, aber da sage ich dir, die schmecken dort, als wärst du in Mexiko. Ausgefallener als in Mexiko habe ich gegessen. Das musst du dir mal überlegen. Das war krass. Aber es sieht auch sehr authentisch aus, muss ich sagen. Ist es auch. Einmal hier 2 Kreuze, Ladies and Gentlemen, für den Mann. Oh. Und einmal 3 Kreuze für mich machen, weil die sollen extremely scharf sein. Man hat das Gefühl, man isst ein Wing. Das werden die auch straight jetzt so machen. Die sollen also auf jeden Fall blöd scharf sein. Schauen wir, wie scharf Manchis ist. Ich glaube aber nicht so. Cheers. Cheers, Bruder. Ich glaube, ich stehe schon ein bisschen länger. Lag das jetzt, weil wir auf dem Auto waren? Hm? Lag das daran? Waren ja gerade mal 5 Minuten oder so. Also das ist dritte Schärfe gerade. Deine sind gar nicht scharf, oder? Ganz, ganz schlecht. Ganz schlecht. Wenn ich euch ganz ehrlich bin, der Burger hat mich geflasht. Der war richtig lecker, der war sehr besonders. Für den würde ich wieder kommen, wenn ich jetzt nicht so heavy lange warten würde. Geil, wie das designt ist alles. Für mich wäre Platz 1 der Burger, Platz 2 die Tacos, Platz 3 die Tenders. Ich hatte auf jeden Fall schon saftigeres Chicken, muss ich sagen. Einfach. Das ist ganz simpel gesagt. Ja, ich glaube, wenn man die frischer essen würde, wären die, glaube ich, auch ein bisschen besser nochmal. Preislich 41 Euro. Könnt ihr entscheiden in den Kommentaren. Ihr wollt immer, dass ich auch ehrlich bin. Ich finde es... mittleres Level, aber warten wir mal, die sind frisch offen. Ich glaube, die gibt es noch nicht so lange. Das hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Das war fair, oder? Ja. Also auch ehrlich, muss ich sagen. Das war jetzt... Ich hätte von den Chicken Tenders ein bisschen mehr erwartet. Die Chicken Tender waren gar nichts. Ja. In den Tacos fehlt komplett Flavor. Also die schmecken so matt und so flach. Der Burger dafür war... Also, vielleicht haben wir in der falschen Reihenfolge gegessen, aber... Berlin, in diesem Sinne, wir sind da. Freut euch auf die weiteren Folgen. Wir geben Gas. Schreibt unter dieses Video, was ihr alle sehen wollt. Ich habe viele coole Ideen für euch. Ist ein guter Start auf jeden Fall in die Berlin-Reise gewesen. Und ja, danke fürs Einschalten. Zu leid, ich habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Smashburger haben sie auf jeden Fall am besten gemacht. Aber wo gibt es die besten Smashburger aktuell in Berlin? So, das haben auch die meisten Leute hier drauf. Aber die Tenders, Leute, da werden jetzt noch Folgen kommen, wo ich euch Chicken zeigen werde.